Das Gute an dieser Dungeon-Musik ist, dass sie einfach nicht nervt. Sie klingt zwar nervig, aber sie nervt nicht. Das ist etwas, was nicht jeder schafft. Ach, das hat direkt als Schuss gezählt, weil ich so gerannt bin. Ach nein, warte, was laber ich? Ich bin außerdem fast tot. Ja, danke für den Schlüssel, aber wenn ich drauf gehe, bringt mir das auch nicht viel. Wobei, habe ich noch alle Feen? Naja, gut. Ich habe zumindest eine. Warum droppen die so viele Bomben? Also schon klar, das sind die Bomberman, aber trotzdem. Können die sich selber töten? Och, Junge. Das ist doch locker schon der 30. Tod oder sowas. Weil ich weiß halt nicht, ob das mit in die Todesstatistik dann zählt. Aber jetzt ist mir egal. Mein Hauptproblem ist eigentlich, weil er hat gesagt, der Weg öffnet sich, es muss sich ja irgendwas verändert haben. Ach, vielleicht im Anfangsraum dort. Dass man jetzt zu einem Dungeon-Boss kommt oder so. So etwas. Ach, ich soll aufhören, irgendwas zu erzählen, wenn ich keine Ahnung habe, aber. Ja, wobei, das ist eigentlich so ziemlich das, was jeder macht. Hier ist doch gar nichts los. Warte mal. Ich bin zu früh abgebogen, das ist der Witz. Ey, zu spät. Ich wollte eigentlich. Hier runter. Oder habe ich da auch diesen speziellen Schlüssel gebraucht? Ist das der Grund, warum ich gegangen bin? Ach nein! Ich kam nicht hin. Alter! Ich gehe locker nochmal drauf. Vielleicht sollte ich doch mal zu diesem Dungeon-Item gehen. Wo war ich denn noch nicht? Ich guck nochmal nach. Dorthin, dahin komme ich aber nicht. Ich sag mal so, eins weiter unten war ich noch gar nicht. Es ist ja, der Weg öffnet sich. Es muss sich also irgendwas geöffnet haben. Ah, ich gehe erstmal hier rüber. Wait. Das ist der Trick, das geht sonst bestimmt nicht. Alter! Ich bin aber dämlich wie sonst was. Man muss sich halt mal vorstellen. Ich schaffe es zwar, diesen Trick zu entschlüsseln, aber bin dann einfach trotzdem zu schlecht. Ja, aber das bringt mir nichts, das ist ja halt der Punkt. Ja, ich wollte eigentlich. Wait, da drüben ist noch so eine Tür. Ah gut, ich zeige jetzt drauf, sieht keiner, aber. Ich geh mal da runter. Ach nein, da war ich ja. Da geht's ja hoch. Hä, wo muss ich denn hin? Alter, nerv nicht. Warte mal, da kann ich hier drin bleiben. Ach, ich weiß, wo ich hin muss. Oder ich weiß zumindest, wo das ist. Alter, Link, wenn du noch einmal stirbst. Ich
guck mal, ob sich da irgendwas freigelegt hat jetzt. Hier. Hier rüber. Wait. Auf der einen Seite ist es der eine Schlüssel, auf der anderen Seite der andere. Vielleicht gibt es noch einen alternativen Weg, um das... Okay. Nein, du piepst jetzt nicht die ganze Zeit rum. Ja, komm her. So vielleicht? Nein. Ich bin wieder mal überfragt. Ich sollte das lassen. Hier drüben geht's auch nicht rein. Da war ich schon. Nee, wait. Wait. Dann geht's hoch, da ging's hoch. Jetzt setz mich wieder ein. Ah, hier bin ich vorhin nicht reingekommen. Ach nee, ist nur eine Abkürzung. Oder wie? Alter. Ich muss irgendwie hier runterkommen. Das ist der Punkt. Oh Mann, ich renne nur sinnlos rum, das finde ich scheiße. Ich glaube nicht, dass das was bringt. Was meint ihr, der Weg öffnet sich? Welcher Weg? Ich muss da hoch, irgendwie. Weil das... Weil mich das... runterbringt. Wahrscheinlich. So. Ich weiß jetzt, wo ich hin muss. Zack. Ich hab's nachgeguckt. Und zwar muss ich hier rein. Was ziemlich unfair ist. Weil sonst wurde immer was angezeigt. Immer. Aber jetzt nicht. Lop. Und jetzt komme ich da raus. Nein, komme ich nicht. Okay. Ich komme woanders raus. Aber dort in der Nähe. Von daher. Zack. Ja. Magie wird langsam knapp. Zack, jetzt kann ich endlich dahinter laufen. Aber ich sollte vielleicht erst das Dungeon-Item holen, oder? Vielleicht besser. Ah, da. Danke. Au, au, au. Du, 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 der Somari. Somari? Der Somaria-Stab. Er wird dir sehr nützlich sein, wenn du ihn klug einsetzt. Das ist ja mal eine super Beschreibung. Gut. Gut. Gut, beziehungsweise schlecht, weil ich jetzt das lieber das auswähle. Ja, genau, hier hoch muss ich. Lasst mich alle in Ruhe.
Alter. Ich sagte, lasst mich in Ruhe, nicht schlag auf mich ein. Gut, hier scheint nichts mehr drin zu. Alter, lauf doch, Link! Wie schlecht. Oh, nice. Ach, das macht direkt voll. Stop. Jetzt geht's runter. Perfekt. Ah, ich muss irgendwas draufstellen. Ah, ja. Ja. Au. Au. Hört auf. Hört auf. Alter. Ich gehe hier drauf. Nein, nein, nein! Alter! Aber bitte lass mich noch eine Fee haben. Ich bin so dumm! So, Versuch 2, nachdem es letztes Mal nicht so glorreich verlaufen ist. Es wird wahrscheinlich wieder kompletter Absturz. Ich kann das Ding nicht ablegen. Das ist ja mal richtig bekloppt. Ah ja. Alter! Mal, geht das überhaupt oder geht das nicht? Nee, es muss perfekt drauf liegen. Okay, perfekt ist was anderes, aber. Jetzt piept das die ganze Zeit, Alter. Das ist ein richtig fetter Stein, aber das Geräusch, wenn er aufprallt. Ist einfach wie nichts. Ich bin fast tot, Junge. Das wird eh nix. Oh shit. Warum ist hier überall nichts los? Ne? Wie geht's hier rüber? Um zu merken, dass ich einen Fehler gemacht habe. Nice. Ne, da oben. Ach so, natürlich. Jetzt muss ich wieder zurücklaufen, weil ich dumm bin. Holy shit. Ich komm vorbei, los! Will mich verarschen? Geht's hoch, hä? Ah, mit Bombe. Holy shit. Wo kommen die Mäuse auf einmal her? Ah. Puh, ich dachte schon. Ich hätte es auch mit Schwert machen können. Ja.
ist Wayne. Ich hab Angst. Hallo? Warum kann ich mich da nicht... So, ich bin jetzt hier drüben reingegangen, hier gibt's Rubine, nice. Bringt mir überhaupt nichts. Danke für gar nichts. Das ist verbuggt wie Hölle. Ich guck dir das an, das macht der mit keinem Stein, dass der den auf einmal so um die Ecke schiebt. Aber auf einmal jetzt, wo es dieser komische Somari-Stein ist, der ungefähr so gut ist wie das Spiel. Versuch Nummer 2. Diesmal ist es mir scheißegal, ich renne einfach rein. Und werde wieder drauf gehen wahrscheinlich. Ach. Holy shit, nein! Ich hoffe einfach nur, dass hier oben ein Herz ist. Nein. Danke für gar nichts. So, jetzt. Natürlich hätte ich den Schalter nicht umgelegt, dann... Gehe ich jetzt ernsthaft mit 2 Herzen in diesen Bosskampf rein? Wir sehen uns dann bei Versuch 2 wahrscheinlich. Ich muss erst die ganzen Augen besiegen. Gut, das macht Schaden. Ich gehe mir dann erstmal diese Feen holen. So, nächster Versuch. Diesmal bin ich voll geheilt und habe alle. Warum? Was? Was zur Hölle? Was zur aktuellen Hölle? Gut. Komm schon. Sterbt, 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 sterbt. Oh Leute, es geht ganz gut. Uff. Weg hier. Alter. Oh, diesmal hat er nicht getroffen. Au. Kann ich in sein Wasser laufen? Ach, ich kann da reinlaufen. Danke. Es ist mir scheißegal, wie viele Pfeile ich verlieren werde. Ah, zum Glück. Endlich ist es vorbei. So, was sagt sie diesmal? Okay, das sind immer verschiedene, aber trotzdem. Link, ich danke dir, du hast mich aus den Klauen der Monster befreit. Garnets Macht allein reicht ja nicht aus, das Siegel des sieben Weißen zu brechen. Mit Hilfe des Zauberers Aghanim wurden wir 7 Mädchen hierher entführt. Erst durch unsere ererbten Kräfte konnte Ganon das Siegel brechen, danach schloss er uns in Kristalle ein und verteilte uns auf die Verliese der Schattenwelt. Er wollte nicht glauben, dass du, der wahre Held, so weit kommen würdest.
Nun wartet Zelda auf dich im Schildkrötenfelsen. Du musst dich sehr beeilen. Hast du alles verstanden? Ja. Möge der Weg des Helden zum Triforce führen. Es ist vorbei. Danke. Danke. Ah, jetzt muss ich da hoch. Wieder mal zum Death Mountain. Der auf Deutsch vielleicht Todesberg heißt. Ich weiß es nicht. Hm, ja. Achso, ich muss zurück zum Dungeon. Denn erst da kann ich Tschüss sagen, also. Tschüss. So, ich hab jetzt im Nachhinein noch bemerkt, dass man hier unter anderem sein Schild reinwerfen kann. Und zwar scheint jetzt hier die Fee, wie es auch schon beim Bumerang der Fall war. Jetzt bekomme ich dieses Schild, was gegen Feuerbälle schützt. Kann ich kurz demonstrieren. Zack. Na gut.